Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen die Trend Raider Box in der September-Variante öffnen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man bekommt diese Box ab 29,95 pro Box und pro Monat. Sie hat einen Warenwert von mindestens 85 Euro und mit dem Code Claudi15 könnt ihr auch noch 15% auf die erste Box sparen. Alles ist in der Infobox verlinkt, schau da gerne einfach mal vorbei. Das ist eine Box, die einfach super interessant gestaltet ist und vor allem einen sehr nachhaltigen, aber gleichzeitig trendy Hintergedanken hat. Wir haben hier Produkte aus den Bereichen Lifestyle, Beauty, Fashion, Food. Dies, das, Ananas. Und ich finde sie wirklich sehr, sehr ansprechend, weil sie mich jedes Mal irgendwie zum Schmunzeln und zum Nachdenken bringt. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Also vielen, vielen Dank an das liebe Trend Raider Boxen-Team für die Möglichkeit der Kooperation. Und weil das halt so cool ist, verlose ich auch in diesem Video wieder etwas, und zwar eine selbst zusammengestellte Beautybox. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Wir haben jetzt, glaube ich, gar nicht mehr die Möglichkeit, zwischen der normalen und der veganen Variante zu wählen. Ich glaube, dass alle jetzt immer die vegane Variante auch bekommen. Das werden wir aber gleich wahrscheinlich auch im Heftchen noch erfahren werden. Wir haben nämlich irgendwie auch von der Farbgebung her nicht mehr die weiße Box, sondern halt wirklich dieses recycelte Papier, was man halt, oder den recycelten Karton, was man halt direkt von außen auch schon sehen kann. Und die Box versuche ich so immer aufzumachen, dass ich die weiterverwenden kann. Weil das finde ich immer praktisch. Gerade jetzt in der Adventskalenderzeit. Ich habe gemerkt, dass super wenige Adventskalender nur noch Boxen-Adventskalender sind. Also es gibt extrem viele Kläppchen-Adventskalender, aber so wiederverwendbare gibt es gar nicht mehr so viele. Naja, auf jeden Fall hätte ich hier eine Box, wo ich quasi die Adventskalender wieder verschicken könnte drin. Und hier haben wir dann auch den Boxen ersten Blick. Den Boxen ersten Blick läuft. Das hier ist einfach so ein bisschen Füllmaterial, damit halt nichts kaputt geht. Mountain Journey ist hier quasi das Motto. Also quasi eine Bergreise. Krass, okay, das ruft ein kleines Kindheitstrauma in mir hervor. Ne? Wir waren immer in Bayern in den Alpen und wir mussten immer wandern. Man war, also, waren schöne Urlaube, aber ich bin doch so ein Faultier, immer schon gewesen, ne? Okay, also, aua, jetzt habe ich mal den Klebi aufgemacht, zack, und dann haben wir hier direkt den ersten Blick in die Box. Wir sehen direkt ein paar Speisen, die uns erwarten, aber wir sehen auch etwas, wo wir zuallererst hineinschauen sollten, nämlich in das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Mountain Journey, hier ist halt quasi auch nochmal eine sehr aktive Lady zu sehen. Und dann schauen wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken der September-Ausgabe gedacht haben. Auf dem Weg zu neuen Gipfeln. Deine Mountain Journey Box. Im September rufen die Berge nach uns. Der weite Ausblick über grüne Täler und die weißen Gipfel ziehen dich in ihren Bann und du genießt die frische und reine Bergluft. Neben dir plätschert ein klarer Bergbach, aus dem du gerade noch einen erfrischenden Schluck Wasser genommen hast. Aus dem Tal schallen leise die Klänge der Dorfkirche in dein Ohr. Okay, wir nehmen dich mit auf eine Bergwanderung durch dein Lieblingsgebirge. Du findest in deiner Mountain Journey Box Produkte, die dir Kraft für deine Wandertour geben, Entspannung bringen oder dich unterwegs frisch und energetisch halten. Geh mit uns auf Wanderschaft und entdecke neue, nachhaltige Marken und Produkte aus Wellness, Food und Lifestyle. Bin ich gespannt drauf. Hier sind die Produkte auch alle aufgeführt, dass man da einfach mal schauen kann. Dann gibt es ein Trend-Goodie-Set, was hier drin ist. Das heißt, wenn man sich für ein 12-Monats-Abo entschieden hat, spart man nicht nur pro Monat und pro Box quasi, sondern man bekommt auch noch alle paar Monate extra Goodie mit dabei. Das ist ziemlich cool. Manchmal sind hier so Auswahlprodukte, da schauen wir dann am Ende der Zeit, was es dann alternativ gegeben hätte. Ab jetzt hörst du nachhaltig interessante Fakten aus der Bergwelt. Also hier sind auch immer so einige Sachen immer aufgeführt, die man sich echt mal geben kann. Ne? Ein Rezept haben wir mit dabei, ein Tomatenaufstrich. Oh, lecker, 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 lecker. Mag ich sowas, ja. Sehr gerne. Dann eine Fühlbox für Kinder kannst du dieses Mal aus deiner Box basteln. Also das ist halt auch sehr cool. Die geben auch jedes Mal irgendwie so eine, also die
von der Trend Raider Box, so eine Idee, wie du halt deine Box weiterverwenden könntest, ne? Weil Papier ist teuer, muss man auch mal so sehen. So, und einen Spoiler gibt es für Oktober auch noch mit dabei, den lese ich euch natürlich auch noch vor. Deine Trendbox im Oktober. Oktober? Wow. Die Tage sind wieder kürzer und die Nächte länger. Die Blätter verfärben sich und der Herbst ist zum Greifen nah. Der Oktober ist perfekt für die ersten kuscheligen Abende gemeinsam auf der Couch, für lange Spaziergänge durch goldgelbe und gemeinsame... Was? Achso, soll wahrscheinlich gemeinsame Kochabende. Wow. Zu zweit oder mit Freunden. Die Oktoberbox... Entschuldigung. Gemion. Läuft bei mir. Das ist ein Druckfehler und manchmal habe ich es einfach nicht so schnell gerafft. Okay, die Oktoberbox bringt dir alles nach Hause, was du für kuschelige Zweisamkeit an Herbsttagen brauchst. Finde ich super und der Oktober ist tatsächlich auch der letzte Monat, wo mein Freund und ich ja noch alleine durchs Leben wandern. Ne? Denn mein persönlicher Berg wächst und wächst, also aktuell, während ich das Video drehe, 32. Schwangerschaftswoche, 42 cm, ist mein kleiner Mr. Bauchi groß und 1,7 Kilo. Das ist ein Rotkohl. Das ist krass, wirklich krass, Leute. Ja, aufregende Zeit. So, dann haben wir hier auch immer ein kleines Zettelchen mit drin, mit Liebe gepackt, dieses Mal von Christine. Und du kannst die Grußkarten von 1 bis 10 sammeln und dann zum Trend Raider Boxenteam zurückschicken und bekommst eine Überraschung. So, hier habe ich jetzt zuallererst mal dieses Trend-Goodie, habe ich eben nämlich so mit einem Auge gesehen. Und zwar ist es ein Duo hier, dieses hier. Hashtag Sportes. Sportes, okay, ja. Wie gesagt, ich bin ein wirkliches Faultier, ich bin wirklich keine Sportskanone. Aber das hier ist natürlich passend zum Thema, ne? Da haben wir einmal hier drin ein Hair in Body Wash. Das kann man dann auch super mit ins Fitti nehmen, wenn man ins Fitti geht. Ja, mit Tyrolean Mountain Spring Water und Tiroler Bergquellwasser. Ich glaube, Tyrolean Mountain Spring Water heißt Tiroler Bergquellwasser, Claudi. Hm? Ja, könnte man denken. Das ist ein natürliches und erfrischendes Produkt mit Limonengras. Das sind 100 Milliliter und ich glaube, dass das dann auch so eine, diese leicht erfrischende Geschichte hat. Da bin ich gar nicht so Fan von, denn sobald es halt in Kontakt mit Schleimhäuten kommt, was manchmal in der Dusche einfach unvermeidbar ist, dann ist es irgendwie viel zu kalt, finde ich, an gewissen Körperstellen. Dann habe ich hier aber ein Arnika-Gel und sowas ist ganz praktisch, wenn du so Verspannungen hast. Auch jetzt gerade für mich eine ganz gute Geschichte, weil Rückenschmerzen kommen so langsam bei mir tatsächlich. Das ist mit Lavendel-Arnika und Relief. Okay. Also so halt quasi beruhigen, ist natürlich und das ist auch mit Tiroler Bergquellwasser. Auch hier 100 Milliliter drin enthalten und das ist eine Creme. Und ja, das kannst du halt auch nachher verwenden, nachdem man einen Berg bestiegen hat oder nachdem man einfach irgendwie durch die Gegend gelaufen ist und einen Berg vor sich hergetragen hat. Ne? Ja, so, dann habe ich hier etwas drin. Scheint mir so ein Halstuch zu sein, wo wir dann halt auch irgendwie wieder, ein Bandana ist das, oh, wo wir auch wieder so bei Rückenschmerzen und so sind. Zugluft, ne, das ist natürlich auch so eine Geschichte. Ein Bandana kannst du natürlich als Halstuch verwenden, du kannst es dir auch in die Haare machen, damit die Haare nicht rumfliegen. Ich bin ehrlich, ich verwende sowas jetzt nicht so unbedingt, ne. Genau, das ist halt so dunkelblau und hier haben wir dann auch so einen Berg abgebildet, ne, der ist hier mit drauf. Das Tuch gibt es bestimmt auch in verschiedenen Farben dieses Mal in der Box drin enthalten. Wie gesagt, ich habe dunkelblau. Meistens ist diese Box übrigens auch unisex, also dass du quasi, egal welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst, das kann man, also die Box, den Inhalt, den kannst du so oder so verwenden, ne? Genau, aber so ein Bandana, wie gesagt, nicht unbedingt meine Welt. Mein Freund ist da, glaube ich, auch nicht so Ultra-Fan von. Ich lege mir jetzt hier mal nebenher das Heftchen, dass ich dann auch sagen kann, falls es mal irgendwie Alternativen gegeben hätte, ne? Genau, das hättest du nämlich auch noch in Orange und in Grün mit in der Box haben können. Dann kommen wir zu dem nächsten Produkt und das ist etwas Pure bei Mudmaski. Hä? Haben die das jetzt quasi, Mudmaski kenne ich ja auch aus Boxen.
kommt aus Holland. Ich glaube, die haben das Design so ein bisschen geändert, oder? Pure ist jetzt quasi die neue Markenbezeichnung. Saved by the Scrub for Underarms. 75 Milliliter. For sensitive armpits. Also quasi hier, ne? Kannst du das bestimmt auch gut nehmen. Ja, 75 Milliliter sind hier drin. Ich habe schon viele Produkte von Mudmaski verwendet, die ich wirklich gut finde. Und das ist dann halt einfach ein Körperpeeling, also ein Armpeeling. Was halt, wenn du, klar, wenn du Bergsteigen bist, ne, und da dann gegebenenfalls eine Wand hochkraxelst, ist es ganz cool, wenn du danach deine Haut, die echt geschunden ist, auch so ein bisschen peelen kannst. Also nicht direkt danach, weil au, aber halt so im Nachhinein irgendwie, ne? Und ich habe das halt viel, dass ich mich auch hier auf meine Dinger da ablege, ne? Also so abstütze und dementsprechend das dann auch gebrauchen kann. Aber ich glaube, das ist auch dafür gedacht, dass du das für die Armbeugen nehmen kannst. Was sind Armpits? Steht das im Heftchen? Bestimmt steht das im Heftchen. Und Mudmaski ist nicht günstig. 33 Euro ist das. Alternativ hätte man auch noch eine Antimüdigkeits-Augencreme drin haben können von... Ach Quatsch, nee, doch nicht. Kostet 24 Euro und das wäre in jeder Box drin. Genau, Unterarm-Scrub mit dem Achsel-Scrub von Mudmaski. Bleibst du auch bei Bewegung frisch. Das sanfte Peeling reduziert dunkle Hautstellen, entfernt abgestorbene Hautzellen und beugt kleinen Unreinheiten vor. Ach so, das ist für die Achseln gedacht. Das ist ja cool. Durch Kaolin-Tonerde werden zudem deine Achseln von Bakterien befreit und dadurch unangenehmen Gerüchen für bis zu 16 Stunden vorgebeugt. Damit bist du bestens auf lange Wanderausflüge vorbereitet. Das finde ich cool. Ich hatte mal irgendwann bei diesen 5 Minutes Crafts Gedönsen auch gesehen, dass man mit einer Kartoffel oder so halt gegen diese dunklen Achseln anwirken kann. Aber jetzt habe ich ein Achselpeeling. Ich meine, was es nicht alle gibt, ne? Jetzt habe ich sogar ein Achselpeeling. Wow, okay, so. Dann habe ich hier so ein bisschen, das finde ich cool. Es wird alles teurer. Alles wird teurer und vor allem werden wir uns alle bald umschauen, wie es beim Bäcker aussieht, weil die haben ja so dermaßen hohe Energiekosten. Wir haben heute noch unsere Info bekommen zu Gasanpassungen. Es ist traurig, deswegen sind jetzt überall Kerzen an, ist auch super, ne? Dann kommt es doch einem sehr gelegen, wenn man eine Kooperationsanfrage von Ava & May bekommt, oder? Ganz ehrlich. Also für mich persönlich ist es tatsächlich eine ganz gute Geschichte, dass ich dann einfach auch ein bisschen mehr Wärme bekomme durch Kerzen. Wow, es ist traurig, aber es ist wahr. Okay, egal. Mutter Natur hat hier nämlich was reingepackt. Relax Brot, Bio-Saatenbrot, Backmischung aus Österreich. Und damit kannst du dir ein Brot backen, Leute. 400 Gramm. Bis zum 11. Mai ist es haltbar. Ich finde das großartig. Und also ich meine, ne, wir werden sicherlich uns das gönnen. Da musst du noch das eine oder andere natürlich mit hinzupacken. Aber ja, man hat ein selbstgebackenes Brot. Ne? Und wie gesagt, es wird alles teurer. Und dementsprechend finde ich das genial, dass die Trend Raider Box das hier mit aufgenommen hat. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hättest du ja noch alternative Sorten gegeben? Ja. Eine gelbe Sorte hätte es auch noch gegeben. Das ist das einfach das auch ein Bio-Saatenbrot. Ich habe das Relax-Brot und es hätte noch das Kraftbrot gegeben. Ja, aber Relax finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, ne? Ja, kann ich auch mal gebrauchen. So, dann habe ich hier etwas mit dabei und zwar Bio-Mango-Chips. Sowas esse ich ja ganz gerne, weil man das einfach viel gesünder snacken kann, als wenn du dir eine Tafel Schokolade reinziehst. Ist wie es ist, man muss realistisch bleiben. Ist von My Fruits to Go 100% pure Frucht. Ist natürlich jetzt nicht weniger zuckerhaltig, ne? Also da hat man ordentlich was dabei. 20 Gramm sind hier drin enthalten. Du kannst dir das natürlich auch ins Müsli reinmachen oder in Quark reinrühren oder so, wie du halt lustig bist, ne? Ich finde es wirklich klasse. Ich werde mir das definitiv unten an meinen Schneidetisch stellen, weil ich sowas einfach, ich bin aktuell ja mit einem Fressflash nach dem nächsten unterwegs. Deswegen kommt das für mich echt gut. Und ja, mich kannst du nachfüllen. Das ist auch nett, ne? Meine großen Geschwister findest du auf myfruits.eu. Na, da mach mal einer, guck. Ja, und da hätte es auch tatsächlich nur diese eine Sorte gegeben. Finde ich aber auch gut. Ich finde, Mango ist eine ganz leckere Frucht. Ne? Finde ich auch von der Süße her sehr angenehm. Mag ich gerne leiden. Noch ein Foodprodukt habe ich hier am Start. Und zwar von Pucker. Ein Atme auf Bio-Kräutertee.
Frische aus Eukalyptus und Minze, feuriger Ingwer und eine zarte Honignote. Hier sind 20 Teebeutel drin, ich bin ehrlich. Natürlich kann man den in der Erkältungszeit sehr gut gebrauchen, aber ich bin nicht so der Ultra-Fan von Kräutertee. Sobald jemand hier bei uns zu Hause einen Kräutertee aufgießt, ist es natürlich so, dass man direkt das Gefühl hat, dass irgendwer krank ist und deswegen einen Tee benötigt. Deswegen, also ich finde, Tee ist immer so schwierig, ich trinke am liebsten halt irgendwie Früchtetee oder sowas. Das ist halt mehr so meins, ne? Oder halt so süßere Tees oder so. Ja, das ist wirklich, und jetzt muss ich halt demnächst eher so Stilltees und Schwangerschaftstees und so, die helfen mir halt einfach besser. Gut, aber sowas macht auf jeden Fall jetzt aktuell definitiv Sinn, weil in der Theorie, wenn man irgendwie einen Schnupfen hat, dann kann man sich definitiv einen Tee gönnen. Schon, aber ich mag das nicht so gerne. Ist halt eher wie, weiß ich nicht, habe ich auch von meiner Mama, die sieht das auch genauso. Da sind wir uns sehr einig. Ich glaube, das hat sie mir auch irgendwie ein Stück weit vererbt, ne? genau, da hätte es auch keine Alternativen gegeben. Passt aber definitiv jetzt, ne, zur Erkältungszeit. So, auf Wanderschaft braucht man aber keinen Tee mitnehmen, finde ich. Apropos Tee, ich glaube, hier ist was von Tee drin. Das habe ich nämlich jetzt gerade auch so im Heftchen beim Rüberlinsen gesehen. Klar, wenn du hier was irgendwie aus Glas mit bei hast, dann macht es Sinn, dass du da so eine schöne Verpackung außenrum zubekommst. Sowas trinke ich aber tatsächlich gerne. Weil das ist jetzt ein Pfefferminztee mit Brombeere. Das finde ich dann schon wieder lecker. 330 Milliliter Mehrwegflasche. Aha. Okay. Ja, ich habe jetzt gerade ein anderes Getränk mehr eingegossen. Deswegen werde ich mir das jetzt nicht direkt trinken. Aber es ist auf jeden Fall cool. Muss man definitiv schütteln, weil sich das auch hier so ein bisschen abgesetzt hat, ne? Aber sowas trinke ich halt zwischendurch mal. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, da renne ich jetzt direkt in den Laden und kaufe mir das nach. Aber es ist halt wirklich so für mich, wenn ich jetzt hier so drehe, ne, ganz gut, dass ich dann hier auch ein Getränk stehen habe, wo ich dann drauf zurückgreifen kann. Das ist wirklich klasse. Ich schaue mal, ob es andere Sorten gegeben hätte. Ja, man hätte auch noch Mango drin haben können. Ich glaube, das wäre noch cooler gewesen, weil das wäre einfach grüner Tee mit Mango gewesen. Ja, ich glaube, das hätte ich lieber gemocht, ja. Nörgeli Kapörgeli ist natürlich immer am Start. Ein bisschen Werbung haben wir natürlich auch von Tee hier mit drin, ne. So, und dann habe ich hier noch was zum Snacken. Beyond mit natürlichem Koffein aus Guarana und Matcha, Chocolate Vanilla Flavor, 45 Gramm. Sowas ist definitiv eine Sache, die man gut zum Wandern mitnehmen kann, aber auch die man so einfach zwischendurch sich mal gönnt. Ne? Kaffee finde ich interessant, also Koffein. Ne? Ja, dass du quasi das nicht als Energy Drink zu dir nimmst, sondern als Energy Riegel. Schokolade ist nicht ganz so meine Welt bei solchen Riegeln, aber halt Vanille, definitiv. Und das wird dann mal probiert, ne? Warum eigentlich nicht? Kann man auf jeden Fall machen. Es hätte hier keine Alternative gegeben, genau. Und ein Riegel kostet 2,49 Euro, das habt ihr ja gesehen, ne? Ist gar nicht mal so günstig. Jetzt komme ich noch zu ein bisschen Pflege hier. Da habe ich einmal eine Neutralseife Spezial. Sieht sehr süß aus, mit diesem Fliegenpilz hier drauf. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Und das macht man auf Klamotten drauf oder wie? Mit nassem Schwamm verteilen, kurz zusammendrücken und anwenden, Flecken krägen und Manschetten pur einreiben, einwirken lassen und wie vorgeschrieben waschen. Ja, wenn du halt irgendwo eine größere Verfärbung hast, hatte ich gestern noch. Also gestern hatte ich einen Make-up-Fleck auf meinem Kleid, weil ich mich irgendwann mal ein bisschen ausfallend geschminkt habe und dann ist mir die Hälfte der Foundation-Flasche gefühlt, nein, eigentlich nur ein paar Tropfen, nicht aufs Gesicht gekommen, sondern halt aufs Kleid. Und da, ja, muss ich nochmal ran und da halt vorbehandeln, bevor ich das wasche. Und da ist sowas ganz gut. Kommt im Waschkeller bei uns. Ja. Dann habe ich hier von, achso, da hätte keine Alternative mit bei sein können. Genau. Hier habe ich von Madara etwas und da hätte man alternativ auch eine Antimüdigkeits-Augencreme von der gleichen Marke haben können. Hier habe ich jetzt die Instant Moisture and Radiance Hydra Mask drin. Das ist schön. Madara ist eine relative Naturkosmetikmarke auch, ne? 60 Milliliter sind das. Und ich finde es großartig, dass halt jetzt mehr und mehr in Boxen diese Masken nicht als Einzelanwendung drin sind, sondern tatsächlich als Tuben. Denn ich habe jeden Morgen, tatsächlich jeden Morgen, also ich habe 7 Tiegel bei mir oben im Spiegelschrank stehen für Montag bis Sonntag halt. Und das habe ich dann halt auch so geordnet, dass halt meine Haut genau dann immer so Abwechslung auch bekommt. Ne? Jetzt nicht irgendwie 3 Anti-Unreinheiten-Masken hintereinander, sondern
immer so im Wechsel, ne? Und ihr seht ja auch, dass meine Haut sich deutlich verbessert hat. Das hat mit guter Pflege zu tun, das hat mit der Schwangerschaft zu tun, das hat super viele Faktoren. Aber sie spielen halt alle zusammen und dementsprechend bin ich da einfach gerade sehr glücklich drüber, dass ich die Pflege so habe, wie ich sie habe. Und da wird dann auch diese Maske in Anwendung genommen werden. Finde ich klasse. Scientifically proven for rehydrate skin. Also, dass man quasi der Haut wieder Feuchtigkeit zurückgibt und die Haut beruhigt. Und das finde ich echt gut. Wirklich gut. Finde ich klasse. 33 Euro habe ich eben ja schon gelesen, hat das an Wert. Das ist echt nicht wenig, ne? Wird ausprobiert. Könnt ihr euch dann drauf gefasst machen, dass es dann im Aufgebraucht-Video irgendwann mal zu sehen ist. So, und dann habe ich hier noch was drin. Alpine White. Das ist, glaube ich, das letzte Produkt, ne? Jo. Es ist das vorletzte Produkt, denn da dran hing noch ein anderes Produkt, was wir uns danach angucken. Also Alpine White Whitening Strips. 3 Anwendungen sind das. Okay. Sowas finde ich immer schwierig. Ich persönlich verwende das eigentlich nicht. Ich gebe das dann gerne weiter. Die professionelle Zahnaufhellung für alle. Sichtbar weißere Zähne schon nach 3 Tagen dank aktiver und zahnschonender Formel. Ich sage immer, und das meine ich auch vollkommen ehrlich, immer wenn ihr euch die Zähne aufhellen lassen möchtet, macht das bitte nicht zu Hause. Geht zum Zahnarzt. Die haben da wirklich Ahnung von. Da zahlt ihr vielleicht 1-2 Euro mehr, aber ganz ehrlich, ihr habt nur diese einen bleibenden Zähne und dann ist es doch super ärgerlich, wenn ihr die zu Hause irgendwie verhunzt oder sonst irgendwas macht. Also das kriegt ihr einfach nicht wieder, ne? Und also ich gehe 2-mal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung, das ist mir wichtig. Ich gehe natürlich regelmäßig zur Kontrolle und deswegen diese Zahnaufhellungsgeschichten immer mit Vorsicht genießen. Ich bin da jetzt tatsächlich gar nicht froh drüber, dass die Trend Raider Box das mit hier reingepackt hat, weil ich meine, gut, es passt vom Motto her, Alpin Weiß, ne? Es ist halt Berg und so, ne? Aber schwierig, wirklich schwierig. 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 Ich würde sogar von diesen ganzen Whitening Zahnpasten mittlerweile abraten, weil das mehr die Zähne abschleift, als dass es halt wirklich was bringt, dass die Zähne wirklich heller werden, ne? Schwierige Geschichte. Aber gut, dann habe ich hier als letztes Produkt eine feste Fußcreme. Ich habe schon so viele feste Produkte gesehen, aber eine feste Fußcreme war noch nicht mit dabei. Intensive Pflege unterwegs, Hemdgerüche gegen Hornhaut von Wunderberg. Es ist Bio und wir haben einen 15% Rabattcode drin und das sind 10 Gramm hier drin enthalten. Also wirklich, ich habe alle schon gesehen in fest, aber eine feste Fußcreme ist echt neu. Ja, also das wird auch bei mir in Anwendung genommen werden, weil ich verwende jeden Abend ein Fußpflegeprodukt. Einfach weil ich finde, dass die Füße uns den ganzen Tag durchs Leben tragen, dann sollten wir ihnen abends auch das ganz kleine Portionchen Liebe zurückgeben, sie ordentlich pflegen und dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Ja, ihr Lieben, das hier war jetzt tatsächlich der Inhalt von der Trend Raider Box aus dem Monat September. Ich persönlich habe als Highlight-Produkt definitiv hier von Madara die Maske. Muss ehrlich aber auch zugeben, das Brot hat mich überrascht, das fand ich ziemlich cool, dass der Mix einfach sehr foodlastig ist, ne? Also ich weiß nicht, dieses Mal sehr viele Essensprodukte hier mit drin enthalten. Wir haben auf jeden Fall unser Geld rausbekommen, definitiv, aber das ist nicht die Box, die mich jetzt am meisten umhaut von den Trend Raider Boxen, die ich bislang auf diesem Kanal geöffnet habe. Schreibt mir aber mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Box so fandet und welches Produkt vielleicht hiervon euer Highlight-Produkt ist. Denkt auch an die Verlosung, da habe ich euch alles in die Infobox reingeschrieben, ebenso die ganzen Produkte auch reingeschrieben und so, ne, ihr wisst Bescheid. Das war es jetzt hier von mir und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der ganzen Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!